Hi, da bin ich wieder. Und natürlich habe ich vergessen, erstmal die Waffe auszurüsten. Aber nicht so schlimm. So, es sollte wieder ein wenig entspannter gehen. Also hoffe ich zumindest. Ja, warte. Das Problem ist bloß, wenn die halt da zu zweit stehen und nicht weiterlatschen, ist halt ungünstig. Und ich habe mir jetzt wirklich mal die Karte angeguckt. Das habe ich vorher irgendwie keinen Blick drauf geworfen. Ja. Vollkommen vergessen. Ist ein bisschen ungünstig. Ich weiß nicht, ob ich den von hier aus sehe. Guck. Das funktioniert halt eigentlich echt gut, aber ja. Wenn ich halt den ihn wegballer, wird der andere auch auf mich aufmerksam, mit Sicherheit. Dann ist wieder Alarmstufe, hast du nicht gesehen. Ich will bloß mal gucken, aber hier komme ich auch gar nicht weiter. Wenn ich das richtig sehe. Oder ist da noch... Ja, da ist ein Tor. Ich kann mal gucken. Nee, hier noch nicht. Ja, die unterhalten sich da halt, ne? Ich müsste am besten so weit hin, dass ich beide sehen kann. Warte. Verdammt! Ja, toll. Außerdem wollte ich bloß mal gucken, ob da vielleicht offen ist. Weil wenn, dann brauchen wir diesen Weg gar nicht gehen. Dann machen wir den Ehen fertig, holen uns noch die Muni hierfür. Und dann ist gut. Doch, hier geht's dran. Aber ich brauche halt zu viel Schuss. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, komme ich vielleicht doch richtig lang? Ja, toll. Sollte ich jetzt hier machen? Weil ich wüsste halt nicht, wie ich den ausschalten kann. Ist eigentlich dumm, ne? Wow! Warte mal, da haben wir ja... Wo bist du? Alter! Das sind viel zu viel. Ich muss da sneaky reingehen. Und ich muss da auch durch. Da komme ich direkt zu ihm. Ah, Junge. Junge, Junge, Junge. Nein. Als ob das ein Kopfschuss ist. Problem ist halt bloß, wie kriege ich die beiden weg? Oder kann ich mich da irgendwie... Konnte er ja auch schleichen? Nee. Nicht wirklich. Also, dass man sich irgendwie so ein bisschen dran vorbeisneakt. Das vergesse ich doch jedes Mal hier. Ja. Muss ich, glaube ich, auch gar nicht so genau treffen. So, Frege ist natürlich, wie kommen wir jetzt an den beiden Flitzpiepen vorbei? Verdammt! Och, leck mich! Ich meine, bis dahin rennen kann ich ja. Aber das war's dann. Ja, da sehe ich schon den... Hä? Nein, Alter! Es wäre geil, wenn man... Nein, Alter, hör doch mal auf, die anzuvisieren. Bist du wirklich verarschen, Typ? Alter, Gott sei Dank habe ich nicht die Karte geholt. Ansonsten wäre an der Stelle ja gespeichert worden, ne? Warum ist immer noch Alarm? Oh, nö. Warum ist denn jetzt hier Alarm? Oh, sag mir nicht, ich habe die scheiß Karte. Warum ist denn jetzt immer noch Alarm? Oh nee. Warte mal, ist das Ziel weg? Nee, Schlüsselkarte. Och nee, ernsthaft Spiel.
Willst du mich verarschen? Willst du mich echt verarschen? Warte mal, vielleicht habe ich ja Glück. Oh, die kommen doch von hier. Nein, die kommen doch von hier. Alter, ich habe das C4 aber noch die ganze Zeit. Eine Sache könnte ich versuchen. Hallo, jetzt schieß doch mal. Dass die alle hier hinkommen, weißt du? Dass ich einfach Kopfschuss, Kopfschuss, Kopfschuss und das dann irgendwann zu Ende ist. Das ist jetzt meine einzigste Hoffnung. Ich meine, da kann ich auch ordentlich Waffen und sowas sammeln, aber... Okay, jetzt kommt hier kein weiterer mehr. Ich meine, heben die den Alarmstatus auch wieder auf? Der ist auf der anderen Seite, ne? Nee. Hä? Und ich hatte doch hier meine Position. Warum hat das da automatisch gespeichert? Sonst muss ich halt in die Mission nochmal neu rein. Aber dann will ich... Oh. Ja, ich meine, das ist ordentlich Money. Muss ich mich hierum auch nicht mehr kümmern, aber... Ich glaube, ich muss die Mission nochmal neu starten, aber... Oh. Das ist doch scheiße, Mann. Weil ich wieder zu weit gelaufen bin, wa? Okay, nee, ich muss nochmal neu anfangen, so bringt das nichts. Also, bis gleich. Hi und herzlich willkommen zurück hier bei The Phone Filter. Ich habe jetzt nochmal neu angefangen und ich glaube, schleichen und so und vorsichtig sein ist halt das Ding, mit dem wir hier wirklich bis zum Ende vor der Mission kommen sollten. Und eine Geschichte, die ich auch rausgefunden habe, weil ich, natürlich habe ich hier ein paar Mal gefailt. Den Typen kriegt man anders weg. Den konnte ich durch den Scheiber schießen. Aber wenn da zwei stehen... Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das dürften die, glaube ich, nicht mitkriegen, oder? Nee. Wenn da zwei stehen, und das habe ich ja eigentlich weggelassen, das war ein kompletter Fehler. Gasgranate. Ich dachte, ja, die werden ja nur betäubt und so. Aber... Ich sag mal so. Die sind ja dann weg. Ne? Oder die bemerken uns ja dann nicht. Deswegen, ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das denke. Oder was heißt, ich hoffe. Ich habe es ja bei ein paar schon ausprobiert. Beziehungsweise bei den Pärchen am Anfang, weil die... Soll ich da jetzt reinlaufen oder wäre ich dann auch vergiftet? Okay, es ist weg. Und die sind ausgeschaltet, sonst würden die Dings nicht da liegen. Ja, so einfach kann es sein. Aber dementsprechend vorsichtig. Auch immer so ganz langsam ranschleichen. Oder was heißt ranschleichen? Okay, da ist noch ein Tank. Aber ich habe hier... Komme ich da überhaupt hin? Ich habe hier um die Ecke hier noch einen gesehen. Warte mal. Ah, hier war er gewesen. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hatte ich doch ihn durch die Ecke gesehen. Dass wir das erstmal saven. Ne? Warte, dafür brauchen wir C4. Und wenn man das mal in Ruhe macht, dann ist man auch nicht so hisselig und regt sich nicht so auf. So, dieses Römer hatten wir ja schon gesehen gehabt. Die Sache ist aber, wir müssen, glaube ich, noch von irgendwie einen Schlüssel herkriegen oder so. Da konnte ich noch nicht durch. So, jetzt aber nicht überheblich werden, auch wenn wir hier gespeichert haben. Ich hoffe, die laufen jetzt nicht weiter. Ich bin mir bei dem Spiel ehrlich gesagt nicht so sicher, aber... Reicht das für alle? Jo, das reicht für alle. Sehr schön. Hihihi. Damit haben wir ihn ja eigentlich ausgeschaltet, weil der war auch dabei gewesen, ne? Ich warte mal kurz. Damit wir das safe haben. Ich meine, der Dings ist nicht umsonst hier. Schlüsselkarte aufgenommen.
Okay, gut, damit kommen wir dann, glaube ich, dadurch. Das war doch Römer, oder nicht? Stand doch beim letzten Mal da. Okay, ich hau hier erstmal einen Sprengsatz ran. Und dann. Mach mal die Sache klar. Einer fehlt noch, ne? Einer fehlt noch. So, dann die genommen. Vielleicht sollte ich das generell in vielen Leveln so machen. Einfach ganz vorsichtig rangehen, wenn ich da jemand rumlaufen sehe. Gefühlt dauert es zwar erstmal länger. So viel dazu. Tschüss. Gefühlt dauert es erstmal länger, aber ich glaube, man kommt im Endeffekt, oder ich komme zumindest im Endeffekt besser ans Ziel. Da ist noch was. Hier ist aber keiner, ne? Nö. So, dann schalt aber so. Das Schöne ist, ich muss mich vielleicht mit der Steuerung jetzt auch erstmal gar nicht umgewöhnen, weil ich habe zwar jetzt noch, was momentan Bioshock läuft, im Livestream, aber das ist ja nicht so schlimm. Da ist die Steuerung auch, naja, auch anders, aber wenn ich jetzt zum Beispiel noch Metal Gear oder sowas dazu spiele, ist halt dann ein bisschen. Verdammt! Ja. Wenn ich noch Metal Gear oder sowas zum Beispiel dazu spiele, was ein bisschen ähnlich ist, aber du musst halt andere Tasten zum Schießen und zu drücken, kommst halt immer durcheinander. Aber da ich jetzt Metal Gear beendet habe, sollte das nicht so ein Problem sein. So. Auch nicht so schlimm, zumindest habe ich es vorhin so gemacht, dass ich mich lieber töten lasse, bevor ich dann wieder diesen. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber. Ja, bevor ich wieder das Problem habe, dass der Alarm ausgelöst ist und dann speichert den Alarm mit. Wäre halt auch ungeil. So. Hier war ja keiner. Schlüsselkarte haben wir. Das ist übrigens so ein Problem, was ich leider habe bei dem Spiel hier. Es steht zwar kurz Kopfschuss da, aber dann, ja, lieber abwarten, bis er seine Runde dreht. Verdammt! Ja, und das war zu früh. Ich werde noch ein paar Mal fehlen, mit Sicherheit, bevor wir weiterkommen, aber ja. Man kann es mir hoffentlich nachsehen. Ja. Deshalb habe ich da, wo ich zum Beispiel auch weiß, wo welche stehen, habe ich die dann vorher ausgeschaltet, einfach bloß, damit ich das dann nicht nochmal machen muss, falls ich fehle. Der Typ, oder ich muss halt die Gasgranate benutzen, ich weiß aber halt leider nicht, wie lange das Level ist. Und ob ich vielleicht näher ran, ich meine, der sieht mich ja relativ spät. Oder hier, wenn er hier ist, dass da ein länger Kopfschuss steht, dass ich ihn dann weg habe. Warte mal. Ja, hier ungefähr. Er war ja gerade eben schon. Ist er? Aber warum ist die Musik jetzt so spannend? Ich mache das bei dem genauso, ne? Ich glaube, hier waren wir auch schon mal, aber dann hat er halt gesagt, die Sicherheitskarte funktioniert nicht. Nein! Alter. Dachte, er geht ein Stückchen weiter. Vorsicht. Ja, wenn der nämlich schon dahin hält. Ja, hier wollte ich nämlich sagen, hier sind wir doch schon mal durchgegangen bei dem Schloss. Ich kann mich daran erinnern. Oh, da ist der letzte Tank, ne? Steht der da hinten? Gut, den habe ich weggekriegt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der andere mich sehen kann. Ich glaube, hier bin ich doch einfach durchgerusht und habe drauf geschissen, ob die mich sehen, oder? Wo ist denn der? Hä? Verdammt! Ja, genau das meine ich. Du Arschloch. Ich will aber den letzten Tank nicht machen. Wir wären so kurz davor gewesen. Oh ja, bringt mich nochmal um. Dann machen wir alles noch.
Also wenn das jetzt nicht funktionieren sollte, dann mache ich da einen Cut und dann sehen wir uns, wenn ich dann halt da durch bin. Wenn man nicht so oft sterben würde hier. Ach, meh. So. Deshalb, diese Level sind mir eigentlich lieber, wo ich durchraschen kann und dann ist gut. Ich habe halt echt nicht gesehen, wo der Typ lang gelatscht ist. Ich will doch gleich... Ha. Dann passiert mal wieder so ein Fehler wie hier. Okay, das müsste hier ungefähr sein. Na, mein Freund? Ja, geht länger. Bleiben so. Ich dachte, wir haben vielleicht noch ein Müh zu tief. Verdammt! Mann! Jetzt ist hier keiner. Ich hoffe nicht, dass das das Problem ist. Was ist, wenn das Checkpoint ist? Wir müssen ja noch ein bisschen weiter. Mit Sicherheit. Aber irgendwie kommt hier auch keiner. Ah, da kommen sie. Okay, dann mache ich an der Stelle einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das da gemütlich bereinigt ist. Also bis gleich. Letzter Sprengsatz. Ich setze den Timer, sobald ich auf dem Dach bin und das Radar deaktiviert habe. Roger. Ja, toll, ne? Vielleicht habe ich jetzt auch mal den richtigen Durchlauf gezeigt, weil es geht jetzt... Wie lang war das? Eine Minute oder so? Das hat nicht wirklich lang gedauert. Und wir sind ja jetzt safe. Der eine blöde Sack. Okay, da haben wir auch Munition voll. Aber ich denke mal trotzdem, dass das hier Checkpoint ist. Schalter für die Bewegungsmelder gefunden. Ich gehe jetzt zu den Bunkern. Gehen wir? Okay, wir müssen ja alles bereinigt haben. Ich weiß aber gar nicht, wo der Schalter war. Wir gucken mal. Ich werde es vielleicht einfach, wie gesagt, einfach drin gelassen haben, weil es lief halt schnell. Und es geht halt auch. Mit ein bisschen Ruhe. So, Problem ist jetzt bloß... Wo war denn der jetzt nochmal gewesen? Da ging es die Treppe hoch. Ah, hier. Hallo? Verdammt! Hä, wieso ver... Sollte das so? Darf ich da jetzt einfach so rein? Oh, scheiße, ich habe keine Dings. Ich gehe mal weiter, weil... Lol. Hier. Wäre ich hier richtig? Ich meine, der hat mich nicht getroffen.
Gabe, alle von dir gelegten Sprengsätze sind scharf und zur Detonation bereit. Du musst dir jetzt nur noch die 99 bis 23 notierten und aufs Dach gehen. Aha. Während du jede einzelne prüfst, gebe ich die Zündercodes an die Zentrale weiter. Halte also deinen Kanal offen. Beim Betreten des Bunkers hast du stummen Alarm ausgelöst. Die Basis ist jetzt alarmiert, daher kannst du nicht mehr auf demselben Weg zurückgehen. Satellitenfotos zufolge muss es einen Warenaufzug auf dem Dach geben, der wahrscheinlich mit dem Bunker verbunden ist. Das ist deine Strategie, um nach draußen zu kommen. Leon, ich bin im Bunker. Ich notiere mir die Raketen und gehe dann zum Lift aufs Dach. Mach dich zum Datentransfer bereit. Geil. Bitte sag mir, dass da eine schusssichere Weste drin ist. Und was ich auf jeden Fall brauche, glaube ich zumindest, ist eh voll. Danke, Spiel. Okay, hat mitgedacht. Das wär fies gewesen. Aber ich habe Gott sei Dank von der Gesundheit noch nicht so viel verloren. Problem ist halt bloß... Oh. Geht das? Ja, das geht. Okay, vielleicht noch ein Schrittchen zur Seite. Einfach um Munition zu sparen, aber kann ich da einfach durchgehen oder wäre ich ja gegrillt? Ich hätte sonst eher so die Idee, das wegzuschießen. Na toll, habe ich aber auch bloß auf der Seite. Okay, da ist glaube ich keiner. Sind da ein Haufen Leute drin? Jawohl. Ich hoffe, das geht nicht wieder runter. Warte. Okay, das geht ganz gut. So, notieren. Ich habe den ersten Zündcode. Sobald ich den Rest habe, gehe ich zum Radarturm aufs Dach. Halte ich bereit. Ich fange ihre Funksprüche ab. Sie patrouillieren jetzt um das Gelände. Wenn sie mich sehen, muss ich abhauen. Jo. Roger. Okay, nehmen wir noch die zweite. Ist das eigentlich jedes Mal Checkpoint? Nee, leider nicht. Hier komme ich auf die andere Seite, aber vorsichtig. Toll, meine Dings ist weg. Darauf habe ich ja gar nicht geachtet. Scheiße. Okay, das kann ja, das Problem ist halt bloß, wenn die spawnen, dann ja. Beziehungsweise, sobald mich noch jemand erwischt, dann bin ich wahrscheinlich ein bisschen sehr am Arsch. Das war der von da drüben. Darf ich, kriege ich irgendwo eine Schusse hier? Was? Anscheinend nicht. Wir müssen wieder, wo wir reingegangen sind, ne? Roger. Toll. Die stehen bleiben um Dings macht. Haben die alten. Nee, die haben ja keine. Nee, warte mal. Ach, nicht Einführung. Die haben doch gar keinen schusssicheren Westen. Das brauchte ich doch nur, unbedingt nur für Leute mit schusssicheren Westen, oder? Also ja, den kann ich jetzt nochmal so wegkriegen. Sehe ich den? Ja. Warte mal, kam da nicht noch einer? Ach, da ist er einer. Och, leck mich am Arsch. Ich will wissen, was hier passiert, wenn ich hier reingehe. Okay, gut. Dann haben wir das wenigstens. Ohne schusssichere Weste brauche ich... Brauche ich hier nicht anfangen. Gut. Ach, Mann, ey. Ich werde schon wieder... Man merkt es so, ne? Gerade mal eine Viertelstunde oder so gespielt und schon wieder so... Nee. Ja, kein Ziel. Ja, warte mal. So, wichtig und richtig.
eigentlich kann ich doch von hier aus, damit ich dann gleich den Weg frei habe, ist dann. Das lief zumindest mal besser. So, Lien müssen wir uns nicht anhören. Okay, anscheinend müssen wir das schon machen. Gut. Muss man ja nicht immer. So, den zweiten. Sind jetzt da schon Leute gekommen? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Glück gehabt, Alter. Richtig Glück gehabt. Eigentlich würde ich die andere Taste drücken, wo ich dann den Feind anvisiere. Okay, und hier war mein letztes Ende gewesen, ne? Weil die auf einmal kamen. Aber die kommen jetzt nicht. Dass man so auch nicht näher rangehen kann. Das hat funktioniert. Aber waren die denn hier hinter den Ecken? Warte, nicht zu nah ran, Alter. Hä? Nee, warte mal. Was hatte ich denn? War hier nicht noch inzwischen? Also, ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier irgendwas Zwischenmäßiges weggeballert. Oh, das funktioniert auch. Mann, Alter. Okay, hier ist mit Durchrushen wahrscheinlich wieder angebrachter. Nein, ja, außer der muss nachladen. Ich würde gerade sagen, um die Ecke ist hier, glaube ich, noch eine Bunkertür, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder wir müssen auch noch mal hinten. Da ist mit Sicherheit nur einer drin. Nein, oh! Hab ich nicht. Hab ich nicht. Sind das jetzt gleich vier auf einmal? Oh, schön. Okay, gut. Weil ich dachte, vielleicht in jedem Dings plus zwei. Okay, das wäre jetzt natürlich scheiße gewesen, hätte ich die Rakete hochgejagt. Okay, noch vier übrig. Ich schätze aber trotzdem, dass ich noch zwei Räume brauche. Problematisch ist bloß, wenn ich hier kein Checkpoint habe, ob ich das überleben werde. Ich meine, bisher sieht es noch ganz gut aus und meine Durchrush-Taktik funktioniert auch. Ist aber kacke dunkel hier. Geht es überhaupt noch weiter? Hä? Die kann ich immer nur zerschießen. Hier ging es rein. Und ich würde gerade sagen, hier komme ich doch einfach bloß wieder zurück. Aber da doch eine neue Flitzpiepe kam, scheinen wir ganz richtig zu sein. Okay, aber von wo aus habe ich hier noch einen Sche... Tut mir leid, hier habe ich übersehen, junger Mann. Ich wollte gerade sagen, von hier aus haben wir... Oh, bestimmt noch einen Schalter. Aha. Warte mal, ich lade mal nach. Nicht, dass er das wieder erst macht, wenn wir drinnen sind. Das wäre ein bisschen... Okay, hier sind die letzten vier. Alter, du hast nicht auf die Rakete geschossen, du Arschloch. Okay, war jetzt mal was anderes. Ja, auch gemein. Warte mal, wir können es ja einfach mal so machen. Ich mach mal... Nee. Kann ich hier...
Hallo, Mann, da ist ein Schalter. Kann ich bitte mal das Tor für alle Fälle wieder zumachen? Ja. Weil ich hoffe ja, dass ich hier noch einen Checkpoint habe, wenn ich alle, wenn ich die restlichen vier hier habe. Und einer schießt da, glaube ich. So, und die letzte. Ich habe den letzten Code. Ich werde versuchen, einen Weg zum Radarturm aufs Dach zu finden. Halte dich zum Abflug bereit. Sehr schön. Ich wollte sagen, jetzt nicht unvorsichtig werden. Okay, ist auf der anderen Seite. Warte, ich brauche ja noch Muni. Vorsicht, nicht zu nah ran, mein Freund. Okay, darüber kommen wir auf die andere Seite. Warte, nachladen, wichtig. Vergesse ich jetzt viel zu oft, ne? Okay, das war's nicht. Ja, muss es der hier sein. Aber 100 pro rechts um die Ecke wartet wieder dann eh auf uns. Oder? Oh, Junge! Ich habe da so viel Munition verballert. Jetzt kommen sie wieder, oder was? Renn ich mal hoch und runter jetzt? Okay, da ist aber noch einer. Mann! Jetzt. Wusste doch, dass ich den Braten nicht trauen darf. Okay. Wichtig halt bloß cool, sie hier. Weißt du voll, dass ich bloß 80 Schuss habe, ist ein bisschen. Aber hier kann ich ja, glaube ich, nichts machen, ne? Doch, kann ich. Okay, hier geht's nirgendwo rein. Ich meine, das ist doch unser Ziel zum Dach, oder? Oder sollte ich vielleicht. Nee, der kommt nicht, ne? Warte mal, Schalter. Ich meine, kommt der Aufzug sonst nicht? Oder ist er jetzt schon da? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aufzug. Lian, ich habe den Lift aufs Dach gefunden. Mach dich startklar. Im Wald wimmelt es von Patrouillen.